Messen von elektrischer Leistung und Arbeit. In dieser Messübung schauen wir uns an, wie die elektrische Leistung direkt mit einem Wattmeter, indirekt mit Strom- und Spannungsmessung und die elektrische Arbeit mit einem Wirkarbeitsmesser gemessen wird. Schauen wir uns kurz die Theorie dazu an. Ein Wirkarbeitszähler hat immer einen Strom- und einen Spannungspfad. Strompfad und Spannungspfad. Die Wirkleistung berechnet sich B ist gleich U mal I. In der Wechselspannungstechnik käme dann noch der Cosinus Phi dazu, aber jetzt haben wir eine Heizung, dementsprechend ist der Cosinus Phi 1. Die elektrische Arbeit ist Leistung mal Zeit. Also U mal I mal T. Oder B können wir auch noch bestimmen mit der Anzahl der Drehungen durch die Zählerkonstante. Das sehen wir dann in den Berechnungen. Wichtig für euch ist vielleicht noch, wenn ihr beachtet, wenn ihr einen Wirkarbeitszähler habt, der hat einen Strompfad, sollte der nicht beschriftet sein, hier ist der RI klein. Und der Spannungspfad, da ist der RI groß. Der Strompfad ist in Serie, der Spannungspfad ist parallel, dementsprechend auch der Innenwiderstand groß und beim anderen, beim Strompfad, ist er klein. Das könnt ihr zum Laborbericht dazu schreiben. Wichtig im Laborbericht ist die Schaltung, die ihr hier seht, bitte ordentlich und sauber zeichnen. Ich würde sagen, es ist auch die Nummerierung ganz wichtig, zeichnet sie bitte exakt so ab, wie sie hier zu sehen ist. Das nächste Blatt ist die große Schaltung zu zeichnen. Wir haben einen Wattmeter, einen Wirkarbeitszähler, das ist der da, das ist das Wattmeter, ein Voltmeter und ein Ampermeter. Und zeichnet auch symbolisch den Kochtopf ein, weil die Kochplatte ohne Kochtopf würde sich unzulässig erwärmen. Sauber abzeichnen die Schaltung, bitte vergesst auch den Schalter am Anfang nicht. Dann sind wir schon bei der Tabelle. Die Messwerte habe ich für euch aufgenommen. 13,1 kW, 13,35 Kilowattstunden. Hier habe ich gemessen 640 Impulse pro Kilowattstunde. Hat nicht gemessen, das ist am Zähler umgestanden. Die gemessene Leistung mit 890 Watt, Strom und Spannung 3,83 Ampere und 234 Volt. Wir haben 0,28 Stunden, schon umgerechnet von Sekunden in Stunden und 120 Sekunden haben wir gebraucht für 20 Umdrehungen oder für 20 Impulse. Wir haben es mit zwei verschiedenen Zählern gemessen. Gut. Die restlichen Werte hinten kriegt ihr aus den Berechnungen heraus. Die Berechnung B ist gleich U mal I. Das findet ihr oben, die Werte einsetzen und Ergebnis bitte hierher schreiben. Die Zählerberechnung, wir haben 600 Impulse gehabt. Die Zählerkonstante ist 640 Impulse pro Kilowattstunde. Die 600 Impulse haben wir folgendermaßen errechnet. Wir haben die Anzahl pro, also wie viel das man eine Sekunde hat, mal 3600. Wir haben 20 Impulse gemessen, dafür haben wir 120 Sekunden gebraucht. Mit 3600 umgerechnet ergibt es 601 durch Stunden. Die Arbeit gerechnet ist P mal T. Wir haben 890 Watt gemessene Leistung mal 0,28 Stunden. Das haben wir da oben hergenommen. Das Ergebnis bitte berechnen. Und hier herschreiben. Dann haben wir noch U mal I mal T. Na, U mal I ist, glaube ich, klar. Und D 0,28 kommt hier wie gerechnet her. Die verwendeten Messgeräte. Wir haben einen Zähler mit Impulsausgabe gehabt, ein Wattmeter digital, ein Voltmeter digital, ein Ampermeter digital und eine Kochplatte plus Kochtopf mit Wasser. Schauen wir uns die Schaltung an. Ich habe das ein bisschen vorbereitet da. Und jetzt werde ich die Strippen anhand von Strichen symbolisieren, damit ihr dann im Labor genau wisst, wie ihr das machen solltet. Ich halte mich hier auch an die farbliche Regelung, der Neutralleiter blau und der Außenleiter L rot. Schauen wir es uns an. Der Außenleiter, einmal grundsätzlich zum Schalter. Das ist das, was im Labor vorfindet. Da fahren wir weg. Dementsprechend zeichnen wir das rot, Außenleiter zu L1 und den blauen
zu L3. Wir fahren dann mit dem Außenleiter raus und wir fahren zum ersten Wattmeter. Ja, das ist falsch. Außenleiter ist rot. Wir fahren da raus. Und wenn wir das Wattmeter jetzt noch im Detail anschauen, dann sehen wir hier den Strompfad und hier den Spannungspfad. Und wir fahren hier mit dem Stift weiter hier zum Spannungspfad. Dann fahren wir vom Wattmeter heraus zum Einser, zum Zählereingang. Vom Zählereingang fahren wir weiter runter zum Ampermeter und vom Ampermeter rauf zur Steckdose. Der blaue geben wir unten da raus, geben wir da zum Wattmeter rein. Wir kommen da beim Wattmeter wieder raus und gehen da zum Wirkarbeitszähler. Wir kommen vom Wirkarbeitszähler heraus und gehen, da kreuz jetzt ein bisschen daher zur Steckdose. Unser Voltmeter schließen wir hier an. Ich cruise da runter, einmal hier und einmal einen roten. Dann haben wir das Voltmeter angeschlossen. Jetzt fehlt uns da beim Wattmeter noch die Verbindung und das müssen wir selbstverständlich auch machen. Das heißt, diese Verbindung hier muss mit dem Neutralleiter gemacht werden. Ja, das ist intern noch nicht verbunden, dementsprechend werden die beiden kaum verbunden miteinander. So ist ein bisschen graffitihaft der Anschluss dargestellt. Wichtig ist hier, eingehend ist da rein und ausgehend ist da. Würden wir das verkehrt anschließen, dann würde der Wirkarbeitszähler unter Umständen rückwärts sich drehen, der digitale würde gar nichts tun, der hat eine Rückschlafhemmung drinnen. Das wäre die erste Schaltung, so könnt ihr es im Labor 1:1 nachstecken. Die zweite Schaltung habe ich hier mit anderen Messgeräten und einem Wirkarbeitszähler, die Schaltung selbst ist gleich zu machen. Das heißt, wir fahren wieder mit dem Außenleiter runter, wir fahren mit dem Neutralleiter zum Schalter. Vom Schalter kommen wir raus, und gehen wir hier, das ist wieder der gleiche Fehler. Wir brauchen selbstverständlich einen roten. Mit dem roten gehen wir hier zum Voltmeter her. Vom Voltmeter kommen wir heraus, gehen auf den Eingang. Vom Wirkarbeitszähler kommen da raus, gehen auf das Ampermeter. Kommen beim Ampermeter heraus und gehen zur Steckdose. Der Neutralleiter wird bei T3 angeschlossen, geht hier auf den gemeinsamen, kommt da wieder raus, geht rüber, geht auf 4, kommt da wieder raus und geht, jetzt zeichne ich den Bild schräg rauf, hier zum Neutralleiter. Jetzt schließen wir noch das Voltmeter an, das hängen wir oben dort direkt drauf und auch noch den Außenleiter, den schnappen wir uns ebenso oben bei der Steckdose. Natürlich könnte man auch herunten wegnehmen. So wäre der Anschluss dieser Schaltung. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ein bisschen eine Panik habe ich jetzt gerade gekriegt, weil ich vergessen habe, den Schutzleiter anzuschließen. Das hole ich selbstverständlich bei der vorderen Schaltung auch noch nach. Den müssen wir natürlich dringend anschließen. Das ist wichtig, weil es ein Gerät der Schutzklasse 1 ist. Ist in der Schaltung jetzt nicht ersichtlich, aber bei der Steckdose müssen wir das dringend anschließen. Die beiden Schaltungen. Jetzt habe ich euch noch einen fertigen Laborbericht, so wie er ausschauen könnte, hergerichtet. So sehen wir die Schaltung. Schön und sauber zeichnen. Die Tabelle, die Berechnung. Und dann noch könnt mal ein Bild einfügen, wenn ihr im Labor seid, fotografiert eure Schaltung, so könnt ihr ein fertiger Laborbericht ausschauen. Wenn es Fragen zu diesem Bericht gibt, wisst ihr, wie ihr mir erreichen könnt. Ich gehe davon aus, jeder kann das lesen, sonst stoppt bitte auch nur das Video ab. Sonst wünsche ich gutes Gelingen beim Erstellen des Laborberichts und wenn ihr Fragen habt, wisst ihr, wie ihr mich erreichen könnt.